Sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, verehrte Mitglieder der Zentraldirektion des Deutschen Archäologischen Instituts, sehr geehrte Angehörige des Auswärtigen Amtes, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zum Jahresempfang des DAI anlässlich der diesjährigen Sitzung der Zentraldirektion unseres Institutes, sowohl Ihnen hier im Saal als auch denjenigen, die sich digital zugeschaltet haben. Nach 2 Jahren der Pandemie, beziehungsweise fast 3 nach unserem 190-jährigen Jubiläum, das Sie, die meisten von Ihnen miterlebt haben, wir sind also jetzt 193 dieses Jahr schon, nach diesen langen Jahren ist es, wenn auch mit Einschränkungen, endlich wieder möglich, den Jahresempfang durchzuführen. Und wir freuen uns wirklich sehr über Ihr großes Interesse in nah und fern. Es sind in vielerlei Hinsicht turbulente Zeiten. Und so muss Frau Staatsministerin Keul, die jetzt gerne bei uns gewesen wäre, gleichzeitig im Plenum der European Union Training Mission Mali sprechen. Sie hat ihre Worte jedoch aufgezeichnet, wofür wir sehr dankbar sind. Ich würde nun gleich darum bitten, die Aufzeichnung abzuspielen, bevor dann unsere Präsidentin Friederike Fless aus der Arbeit des Institutes berichten wird und wir dann mit Jörg Lindstetter, dem Direktor unserer Kommission für Archäologie außereuropäischer Kulturen in Bonn, nach Afrika reisen werden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Fless, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Archäologischen Instituts, liebe Gäste. Archäologinnen und Archäologen denken bekanntermaßen in großen Zeiträumen. Die Geschichte des DAI reicht fast 200 Jahre zurück. Sie beschäftigen sich in ihrer Arbeit mit Jahrtausenden alten Kulturen. Meine 6 Monate als Staatsministerin im Auswärtigen Amt sind also zumindest aus archäologischer Sicht eine ziemlich kurze Zeit. Und dennoch, in diesem halben Jahr ist unglaublich viel passiert. Bei meinem Amtsantritt im Dezember hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir 3 Monate später einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nur 2 Flugstunden von Berlin entfernt erleben würden. Wir sehen in der Ukraine unermessliches menschliches Leid, Vertreibung und Tod. Und wir sehen auch den Verlust von Kulturgütern, die für das kulturelle Gedächtnis der Ukraine von unschätzbarem Wert sind. Sie, liebe Frau Fless und Ihr Team, haben sich sofort für das Land engagiert und Projekte entwickelt, die den Kulturerhalt mit humanitärer Hilfe verbinden. Ich freue mich, dass wir im Rahmen des Kulturerhaltungsprogramms des Auswärtigen Amtes 2 dieser Projekte fördern können. In einem Projekt geht es um die Sicherung von bedeutenden und einmaligen Datenbeständen zum kulturellen Erbe in der Ukraine. Im 2. Projekt engagiert sich das DAI mit dem Kulturgutretter dafür, dass Materialien zum Schutz und zur Sicherung von Kulturgut schnell dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Beide Projekte haben das Ziel, Ukrainerinnen und Ukrainer zu unterstützen, die sich vor Ort für den Schutz des materiellen und immateriellen kulturellen Erbes ihres Landes einsetzen. Wladimir Putin hat sehr deutlich gemacht, worum es ihm geht. Er will die kulturelle Identität der Ukraine auslöschen. Das dürfen wir nicht zulassen. Natürlich ist der Schutz der Menschen in dieser Situation das Allerwichtigste. Aber der Schutz des ukrainischen Kulturerbes ist gerade langfristig ebenfalls von enormer Bedeutung, damit Präsident Putin sein Ziel nicht erreicht. Meine Damen und Herren, der Krieg in Europa darf nicht dazu führen, dass wir andere Länder und Regionen aus dem Blick verlieren. Überall auf der Welt sind die Folgen des Ukraine-Kriegs zu spüren. Die gestiegenen Lebensmittelpreise und die Unterbrechung der Lieferketten verschärfen die Nahrungsmittelknappheit in vielen Ländern, gerade in Afrika. Das zeigt, wie stark wir in unserer globalisierten Welt aufeinander angewiesen sind. Europa und Afrika sind direkte Nachbarn. Entwicklungen auf dem einen Kontinent haben direkte Auswirkungen auf den anderen. Wir brauchen einander. Als Verteidiger der multilateralen Ordnung, als Unterstützer der ökologischen Transformation und als Partner für wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit. Es ist deshalb für uns als Bundesregierung und für mich auch ganz persönlich ein zentrales Anliegen, die Kooperation mit den Ländern Afrikas in den nächsten Jahren auszubauen. Der Ukraine-Krieg ändert daran nichts. Im Gegenteil, er macht dieses Ziel noch wichtiger. Ich war in den ersten Monaten meiner Amtszeit zusammen mit dem Bundespräsidenten in Senegal. Ich habe Mali besucht und war gerade in Tansania und Südsudan.
Bei all diesen Reisen war mein Eindruck, wir können viel von Afrika und müssen mehr über Afrika lernen. Ich freue mich daher sehr, dass es beim Festvortrag des diesjährigen Jahresempfangs des DAI um unseren Nachbarkontinent gehen wird. Seit Jahrzehnten führt das DAI Projekte zur Erforschung des Kontinents durch. Im Projekt Planet Afrika arbeiten Sie beispielsweise gerade an einer Wanderausstellung, die Brücken zwischen archäologischen Wurzeln und der afrikanischen Gegenwart schlägt. Sie wird Afrikas zentrale Rolle in der Menschheitsgeschichte, aber auch den Einfluss von Umwelt und Klima auf Kultur und Lebensräume herausarbeiten. Explizit möchte ich auch Ihre Arbeit in Nigeria erwähnen. Dort sind Sie bei der Aus- und Fortbildung nigerianischer Archäologinnen und Archäologen engagiert. Ein wichtiges Projekt, gerade auch mit Blick auf die Rückgabe der Benin-Bronzen. Das alles zeigt, Ihre Arbeit in Afrika wird immer wichtiger. Vielleicht können Sie in dieser Legislaturperiode sogar die erste Forschungsstelle des Deutschen Archäologischen Instituts in Subsahara-Afrika eröffnen. Ich würde das sehr begrüßen. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihr wissenschaftlicher Blick geht in die Vergangenheit. Ihr Erkenntnisziel richtet sich aber auch auf die Zukunft. Ihre Arbeit ist hochmodern, international vernetzt und gesellschaftlich relevant. Ich möchte hier nur auf Ihre Untersuchungen zu den Auswirkungen von Klimawandel in der Geschichte und auf Kulturgüter heute hinweisen. Am 2. Juni werden wir dazu gemeinsam im Auswärtigen Amt eine Konferenz zu Klima, Krise und Archäologie veranstalten. Dabei werden zentrale Themen der archäologischen Klimaforschung international und aus einem interdisziplinären Blickwinkel präsentiert und kritisch diskutiert werden. Liebe Frau Fless, ich danke Ihnen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DAI für Ihr großartiges Engagement in der Ukraine, in Afrika und weltweit. Das Auswärtige Amt freut sich auf die weitere enge Zusammenarbeit und wird Sie nach Kräften unterstützen. Ich hoffe dabei auch auf die Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag, damit Sie den inhaltlichen Rückhalt, aber natürlich auch die nötigen Haushaltsmittel bekommen, um Ihre Aktivitäten fortführen zu können. Ich wäre heute sehr gerne bei Ihrem Jahresempfang dabei gewesen. Wegen der Plenumsdiskussion im Bundestag zu den Bundeswehrmandaten in Mali war das leider nicht möglich. Ich wünsche Ihnen aber einen schönen Empfang heute Abend und einen spannenden Vortrag zu den aktuellen Forschungen des DAI in Afrika. Und ich hoffe, Sie demnächst auch wieder persönlich zu treffen. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestags, liebe Frau Grütter, lieber Herr Grundel, geschätzte Mitglieder der Zentraldirektion des Deutschen Archäologischen Instituts, liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders auch des Auswärtigen Amtes, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die vergangenen Jahre haben uns den Umgang mit düsteren Weltkarten kartierter Katastrophen gelehrt. Das Covid-19-Dashboard der Johns Hopkins University kalibrierte unseren Umgang mit der Pandemie immer wieder neu. Zugleich sollte es uns zu Beginn dieser ersten physischen oder des ersten physischen Jahresempfangs nach Ausbruch der Pandemie auch daran erinnern, die Corona-Regeln einzuhalten. Das ist nicht ganz leicht, weil für die meisten hier anwesenden Archäologen ist das so etwas wie ein Familientreffen heute. Trotz aller Einschränkungen, die wir im vergangenen Jahr erlebt haben, konnten in 2021 viele Grabungen und Forschungen weltweit wieder sehr erfolgreich aufgenommen werden. Daher stelle ich am Anfang meines Jahresberichts dem düsteren Johns Hopkins, ja, ich bin nicht so groß, gell? Ja. Daher stelle ich am Anfang meines Jahresberichts dem düsteren Johns Hopkins Dashboard ein optimistischeres Dashboard entgegen. Im Rahmen des laufenden Relaunches unserer Homepage haben die Kolleginnen vom Arbeitsbereich Kommunikation auch den Jahresbericht neu gestaltet und ein Dashboard hinzugefügt. Und nun sieht man auf einen Blick, dass im vergangenen Jahr über 1 Million Zugriffe auf unsere digitalen Angebote stattgefunden haben, 392 Publikationen von 123 AutorInnen vorgelegt wurden, dass die Redaktionen des DAI 55 Monographien und dicke Zeitschriftenbände veröffentlicht haben und dass irgendwie auch noch 839 Veranstaltungen stattgefunden haben. Und natürlich haben wir auch Doktorandinnen betreut und die internationale Vernetzung intensiviert.
Diese beeindruckende Bilanz ist der Arbeit und Unterstützung vieler zu verdanken. Allen voran natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Deutschen Archäologischen Instituts. Aber natürlich auch den neuen wissenschaftlichen Beiräten und der Zentraldirektion und den vielen Kooperationspartnerinnen und Partnern sowie den Mittelgebern wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft und zum Beispiel auch der Gerda-Henkel-Stiftung. Besonders aber auch dem Auswärtigen Amt, das uns auch im vergangenen Jahr in vielfältiger Weise unterstützt und gefördert hat. Im vergangenen Jahr konnte zudem das preisgekrönte Format des digitalen Archäologischen Anzeigers auch auf andere Zeitschriftenformate des DRI übertragen werden, auf die Madrider Mitteilungen und die römischen Mitteilungen. Bereits zuvor ging das neue Format der Kommission für Archäologie außereuropäischer Kulturen in Bonn, das Journal of Global Archaeology, kurz JOGA, an den Start. Alle Formate erscheinen zugleich digital und gedruckt. Zusammen mit der digitalen Version können zudem die digitalen Dokumentationen, Simulationen oder Rekonstruktionen zugänglich gemacht werden. Damit erfüllt das DRI eine wichtige Anforderung des DFG-Kodex der Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis. Zusammen mit den wissenschaftlichen Analysen und Interpretationen sollen und werden auch Primärdaten veröffentlicht. Als Teil eines informationsinfrastrukturellen Gesamtkonzeptes des DRI wurde zudem eine neue digitale Zeitschrift, das Forum für digitale Archäologie und Infrastruktur, aufgesetzt. Mit dieser Zeitschrift wird die Möglichkeit eröffnet, auch sehr praktische Probleme der Digital Science zu diskutieren und Lösungen vorzustellen. Damit wird sukzessive der immense Schatz an Informationen, der bislang vor allem im Intranet des DRI versteckt ist, über das DRI hinaus zugänglich gemacht. Das Forum ist aber nicht nur eine digitale Ressource, sondern auch ein physisches Forum des DRI-weiten Austausches. Die Entwicklungen gehen schließlich kontinuierlich voran und so kann nun jeder mit dem neuen IDRI-Field nicht nur, wie ich Ostern, neue Grabungen aufnehmen oder alte Grabungen rekontextualisieren, sondern es ist auch möglich, sich die Felder für spezifische Anwendungen und Eingabeszenarien selbst zu konfigurieren. Das heißt, man kann sich nun recht einfach eine eigene mehrsprachige Open-Source-Datenbank basteln. Diesen Entwicklungen stehen im steten Austausch der zentralen wissenschaftlichen Dienste mit den Nutzerinnen und Nutzern der IT-Systeme des DRI. Gemeinsam forschen, gemeinsam diskutieren, weltweit und vernetzt, ist für die Arbeit des DRI leitend. Bereits 2006 hatte das DRI erstmals Forschungscluster eingerichtet. Diese wurden mit Sondermitteln des Auswärtigen Amtes gefördert, die jedoch 2012 wieder entfielen. Die Clusterforschung wurde dennoch mit neuen Themen aus Haushaltsmitteln fortgesetzt und die Ergebnisse in einer eigenen Reihe publiziert. Das DRI hat dann 2021 14 neue Themenschwerpunkte in der Verbundforschung entwickelt und die Zentraldirektion hat das Gesamtkonzept verabschiedet. In Forschungsclustern und Netzwerken werden aktuelle Themen aufgegriffen und das gesamte DRI vernetzend und die Community weltweit einbeziehend diskutiert. Fragen ökonomischer Netzwerke, lokaler und globaler Wirtschaftsdynamiken, das Verhältnis von Religion, Gesellschaft und Individuum und von Tod und Körper stehen dabei ebenso im Fokus wie Konzepte, Phänomene und Praktiken kultureller Interaktionen. Für die globale Perspektive der Forschungen am DRI sind aber besonders auch die regionalen Netzwerke wie das Trans-Area Network Afrika oder das Trans-Area Network Mediterranean Archaeology bedeutende Bausteine. Ein für das DRI besonders wichtiges Netzwerk möchte ich aber noch explizit erwähnen, das PHDRI Young Research Network. Das ist etwas schwierig, ne, mit den englisch-deutschen Kombinationen DAI Network. Zu ihm haben sich in einem Bottom-up-Prozess Doktorandinnen und Doktoranden am DRI zusammengefunden. PHDRI ergänzt strategisch die bestehenden lokalen Netzwerke der Nachwuchsförderung. Es gibt nämlich an jeder Abteilung und Kommission des DRI weltweit Formate, um in Kooperation mit Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen zu fördern. Es gab bislang aber keine übergreifende Vernetzung. Für die Initiative, das großartige Engagement
dieses Netzwerk zu gründen, bin ich den Initiatorinnen und Initiatoren zu größtem Dank verpflichtet. 2021 wurde auch Groundcheck am DAI als Forschungscluster fest verankert. Der zusammen mit dem Auswärtigen Amt veranstalteten internationalen Konferenz im Jahr 2020 folgten 2021 weitere Konferenzen, um unter anderem zwei Kernaspekte zu diskutieren. Zum einen die Auswirkungen holozäner Veränderungen des Klimas auf frühe Gesellschaften und zum anderen die Auswirkungen des aktuellen Klimawandels auf das kulturelle Erbe. Beide Aspekte werden zusammen mit Expertinnen und Experten zahlreicher Universitäten und Forschungseinrichtungen weltweit untersucht. Der Schwerpunkt der Forschung des Groundcheck am DAI nimmt eigentlich einen wirklich sehr kleinen, aber eben auch sehr folgenreichen Abschnitt der Erdgeschichte, nämlich das Holozän, in den Blick und damit natürlich auch die Diskussionen um das menschengemachte Zeitalter, das Anthropozän. Mit unseren Forschungen verfolgen wir daher auch das Ziel, einen Beitrag zur Kommunikation der komplexen systemischen Veränderungen zu leisten und selektiven Vereinfachungen und Umdeutungen entgegenzutreten. So wird eine im wissenschaftlichen Kontext entstandene Grafik der klimatischen Veränderungen der letzten 12.000 Jahre in populistischem Kontext herangezogen, um aktuelle Warnungen zum Klimawandel in den Wind zu schlagen. Das holozäne Klimaoptimum wird dabei als Beleg genommen, um, Zitat, einen anthropogenen, verursachten und beeinflussbaren Klimawandel zu widerlegen, Zitat Ende, oder die interessante Frage zu stellen, Zitat, was zur Hölle haben unsere Vorfahren dann also in der Steinzeit gemacht? In einer großräumigen Perspektive bedeutete die holozäne Warmzeit zum Beispiel für die Sahara, dass in der African Humid Period die Sahara ergrünte, große Seenlandschaften entstanden und von Jäger-Sammler-Fischerkulturen genutzt wurden. Mit den sinkenden Temperaturen setzt um 6000 vor heute dann wiederum ein Prozess der Aridisierung ein. Die Menschen sind gezwungen, neue Strategien für ein Leben unter diesen veränderten Umweltbedingungen zu entwickeln. Es kommt am Ende eines langen Anpassungsprozesses zur Entwicklung einer Oasenwirtschaft. Diese Prozesse verlaufen jedoch nicht überall gleich, wie das Groundcheck-Projekt Klima, Ausbreitung der Wüsten und Entstehung von Oasen seit 6000 Jahren in Nordafrika und Arabien zeigt. Sowohl in der Sahara als auch auf der arabischen Halbinsel kommt es in dieser kühleren und trockeneren Phase zu Wüstenbildungen und in Mikroräumen und Rückzugsräumen dann zur Entwicklung einer Oasenwirtschaft. Mit dem Entstehen der Oasenkulturen fassen wir etwas, was man in der aktuellen Forschung auch als Nischenkonstruktion, Niche Construction, bezeichnet. Die Menschen generieren über lange Zeiträume hinweg neue Kulturtechniken und Wissen und schaffen sich neue Lebensräume und Nischen. Diese neuen Nischen verändern wiederum die Umwelt und haben wiederum Einfluss auf andere ökologische Systeme und provozieren weitere Nischenbildungen. Der Mensch ist also in der Lage, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen und neue Strategien zu entwickeln und neues Wissen zu generieren. Diese Resilienzen und Anpassungsmechanismen werden aber erst in den hochauflösenden Daten eines konkreten Groundchecks sichtbar. Zugleich wird in der konkreten Analyse sichtbar, warum sich die Situation vor 6000 Jahren grundsätzlich von der heutigen unterscheidet und ein simples »Ist doch nicht so schlimm, was heute passiert, haben Menschen doch früher auch hinbekommen« eigentlich so nicht funktioniert. Wenn wir über diese frühen Gesellschaften reden, dann reden wir phasenweise zwar auch über steigende Bevölkerungszahlen, auch wenn sich diese nicht leicht bestimmen lassen, aber nicht über die Bevölkerungszahlen von heute. Es war in der Zeit der beschriebenen Prozesse der Neolithisierung also viel Raum, um neue Nischen zu finden und zu entwickeln. Diese Räume gibt es aktuell in der Relation zur Bevölkerungszahl jedoch nicht mehr in der gleichen Weise. Die Vergangenheit kannte also auch einen Klimawandel und Menschen waren zur Anpassung gezwungen und auch in der Lage. Diese Vorgänge verliefen aber über viel größere Zeiträume hinweg. Es gab also viel mehr Zeit für Adaptionsprozesse und auch viel mehr Raum zum Finden neuer Nischen. Zugleich veränderten die Menschen aber mit ihren Strategien auch nachhaltig und teilweise irreversibel die Umwelt.
Auch die Antike kannte tiefgreifende Veränderungen von Landschaften durch menschliches Eingreifen. Die Forschungen, die in den Kooperationsprojekten mit dem Geowissenschaftler Helmut Brückner an der kleinasiatischen Westküste, zum Beispiel im Umfeld von Milet und Priene, durchgeführt wurden, zeigen die tiefgreifenden Veränderungen durch Besiedlung, landwirtschaftliche Nutzung und dadurch verstärkte Bodenerosion, die nicht nur zum Verlust fruchtbarer Erde führte, sondern auch zur Verlandung der gesamten Bucht. Bei diesen Forschungen entstanden im Umfeld der Arbeitsgruppe von Helmut Brückner wiederum bedeutende Archive an Bohrkernen und Proben. Diese zu erschließen und langfristig zu sichern, ist ein weiteres Projekt, das wir gemeinsam im Groundcheck-Cluster verfolgen. Alten Bohrkernen kommt nämlich für die aktuelle Forschung eine große Bedeutung zu, da viele Böden durch moderne Schadstoffeinträge so stark beeinträchtigt sind und auch immer weiter zerstört werden. Alte, weniger unkontaminierte Proben sind daher ein wichtiges Archiv, da dort diese gesamten Informationen eben noch im Original zu fassen sind. Sie ergeben dann in interdisziplinärer und geowissenschaftlicher und archäologischer Forschung ein Bild davon, wie zum Beispiel solche sukzessiven Verlandungen wiederum Investitionen in Infrastrukturen, zum Beispiel durch den Neubau von Städten, die Anlage von Häfen und Kanälen erforderten. Mit besonders umfassenden und aufgrund der Nutzung von Opus Cementitium nicht leicht recycelbaren Infrastrukturbauten haben dann die Römer den Mittelmeerraum überzogen. Die wachsenden Bevölkerungszahlen des Imperium Romanum, vor allem aber die wachsenden Städte, machten immer aufwendigere Infrastrukturbauten erforderlich. Die römischen Aquädukte um die Kapitale Rom herum sind hierfür ein nachdrückliches Zeugnis. Sie verdeutlichen auch die Mechanismen des Entstehens der sogenannten Technosphäre, wie sie in der aktuellen Anthropozänforschung herausgearbeitet und berechnet wird. Auf Herausforderungen durch zum Beispiel wachsende Bevölkerungszahlen reagiert der Mensch mit Innovationen wie neuen Kulturtechniken und neu generiertem Wissen. Damit wiederum korrelierte auch bereits in der Antike ein gesteigerter Energiebedarf. Das Gewicht der aktuellen Technosphäre, für die Antike ist das nicht berechnet worden bisher, wurde 2016 auf 30 Billionen Tonnen berechnet. Wie umfangreich der Energieverbrauch für die Produktion allein all jener Amphorenscherben war, die in Rom bereits in der Antike auf dem sogenannten Monte Testaccio als Abfall aufgetürmt oder verklappt wurden und noch heute das Bild des Stadtviertels am Tiber prägt, muss die Archäologie allerdings noch berechnen. Eindeutig ist jedenfalls, dass nachwachsende Rohstoffe, vor allem Holz und daraus hergestellte Holzkohle, ein Hauptenergielieferant der Antike war, um die komplexen Zusammenhänge von Abholzung, Nutzung als Bauholz und antiken Klimawandel zu verstehen, bedarf es aber ebenso weiterer Untersuchungen wie zu der Frage, wo und in welchem Umfang es nachhaltige Holzwirtschaft und wo und in welchem Umfang es vollständige Abholzung und Übernutzung gegeben hat. Auch hier liefern Projekte des Groundcheck wichtige Daten. Der Blick in die Antike hilft es, aktuelle Statistiken zu kalibrieren, die zumeist, wenn überhaupt nur, die vergangenen 300 Jahre in den Blick nehmen. Diese zeigen in allen drei Bereichen, dem sozialen, ökologischen und auch technologischen, seit 1950 steil ansteigende Kurven. Bevölkerungswachstum und Wasserverbrauch korrelieren hier ebenso wie Zementproduktion, Energieverbrauch und CO2-Anstieg. Wasser, Bausande und fossile Energien sind dabei zunehmend begrenzte Ressourcen, während die Auswirkungen der Technosphäre, wie die Funde von Mikroplastik in den Tiefseegräben zeigen, nun überall angekommen sind. Das vergangene Jahr war für das DRI aber nicht nur durch unsere Forschung geprägt, sondern auch durch unseren Einsatz zum Schutz und Erhalt des kulturellen Erbes weltweit. Die Antiquities Coalition kartiert das gefährdete kulturelle Erbe in den MENA-Staaten. Sie dokumentiert die bereits beschädigten oder vollständig zerstörten Denkmäler. Viele dieser immer noch anhaltenden Konflikte gerieten jedoch, wie die Zerstörungen im Norden Äthiopiens während der Pandemie, schnell aus der Wahrnehmung. Mit dem 24. Februar hat sich unser Blick auf die Weltkarte der Katastrophen mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine noch einmal abrupt verändert. Und nun erreichten uns
die Hilferufe von Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine. Die Eurasienabteilung und die römisch-germanische Kommission wurden gebeten, ob sie nicht Speicherplatz bereitstellen könnten, damit die ukrainischen Kolleginnen nicht nur ihre Forschungsdaten, sondern auch wichtige Informationen zum kulturellen Erbe sichern können. Jochen Fornasier von der Universität Halle, der ein deutsch-ukrainisches DFG-Projekt in Olbia leitet, erzählte mir dann von Geld, das er und Kolleginnen in Deutschland sammelten und an Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine schicken würden. Schnell wurde in Kooperation aller Beteiligten ein erfolgreiches kleines Programm entwickelt und umgesetzt. Benjamin Ducke und sein Team organisierten eine Datencloud und vereinbarten mit dem Hasso-Plattner-Campus in Potsdam weitergehende Datenspeichersysteme. Durch das Kulturerhaltprogramm des Auswärtigen Amtes, die Hasso-Plattner-Foundation und die Theodor-Wiegand-Gesellschaft wurde es möglich, Unterstützungsstipendien für die Ukraine zu organisieren. Deren Ziel ist es, die Kolleginnen überhaupt, und zwar im Land, in die Lage zu versetzen, weiter Daten über ihr kulturelles Erbe zu sichern und auch in die Datencloud zu übertragen. Allen Kolleginnen und Kollegen, die sich hier intensiv engagieren, gilt mein ganz großer Dank, aber auch der Dank der ukrainischen Kolleginnen. Esther Banfi, auch in ihrer Rolle als Präsidentin der European Association of Archaeologists, den Kolleginnen der IT, Sven Hansen als Direktor der Eurasienabteilung und dann besonders der Referentin an der Eurasienabteilung Regina Uhl und Alexander Solé als Zuständigen für die Stipendien, aber natürlich auch noch vielen mehr, die ich hier nicht alle nennen kann. Auch wenn unsere Aktivitäten angesichts der Katastrophe nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind, so sollen wir doch optimistisch sein, dass, wenn viele sich engagieren, vielleicht ganz viele Tropfen den Brand am Ende löschen können. Denn zu den genannten Aktivitäten kommt noch eine weitaus größere, nämlich die der Kulturgutretter, hinzu. Der Mechanismus wird auch auf Wunsch des Unterausschusses des Bundestages für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik seit 2019 gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk und dem RGZM in Mainz entwickelt. Es geht im Prinzip darum, dass Deutschland, wenn ein Land ein Hilfeersuchen an den europäischen Krisenmechanismus richtet, ein in die Hilfsmechanismen des THW eingebettetes Modul zur Rettung von Kulturgut bereitstellen kann. Dies bedeutet, dass es handlungssichere Personen geben, aber auch das Equipment auf solche Herausforderungen ausgerichtet sein muss. Dieses Equipment wurde im vergangenen Jahr zusammen mit sudanesischen Expertinnen und Experten im Sudan getestet, nachjustiert und bildet nun den Grundstock einer ersten Restaurierungswerkstatt im Sudan, die wiederum unseren Projekten zugutekommt. Da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRI zudem Mitglied des Technischen Hilfswerks geworden sind, unterstützten sie das THW im vergangenen Jahr auch bei der Flutkatastrophe in Ahrweiler. Die Kulturgutretter haben im vergangenen Jahr also ganz konkret ihre abstrakten Planungen und Vorbereitungen in konkretes Handeln umgesetzt. Dass nach dem 24. Februar ganz neue Herausforderungen auf die Kulturgutretter zukommen würden, konnten sie bei ihren ersten Übungen noch nicht ahnen. Katja Pieske hat zusammen mit ihrem Team, ich nenne nur stellvertretend Tobias Busen und Christoph Rogalla von Bieberstein, den Kontakt mit vielen Institutionen und Verbänden aufgenommen. Das Projekt wird vom Auswärtigen Amt unterstützt, um im Rahmen des Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine Hilfe zu leisten. Das Netzwerk wiederum wurde von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien zusammen mit dem Auswärtigen Amt ins Leben gerufen. Die Teilnehmer der ersten Diskussionsrunde eines Teilprojektes dieses gesamten Netzwerkes sind auf der Folie ebenso gezeigt wie eine knappe Skizze des Mechanismus selbst. Was sind aber nun die besonderen Herausforderungen eines solchen Projektes? Die Kulturgutretter mussten den Blick nicht nur nach außen, sondern auch nach innen richten. Es ging darum, die Partner in Deutschland zu vernetzen und Hubs einzurichten und mit den Logistikzentren des THW zu verbinden, um Material zu sammeln, zu erfassen und für den Transport in die Ukraine vorzubereiten. Das Alliiertenmuseum in Berlin hat für das Vorhaben eine Halle auf dem Tempelhofer Feld bereitgestellt. Dort wurden und werden für Berlin und Umgebung Materialien gesammelt.
Mit Bewunderung verfolge ich, wie Katja Pieska die logistischen und administrativen Hürden eines solchen Großvorhabens angeht und mit großer Energie das Projekt voranbringt und zusammen mit ihrem Team die vielen Player einer solchen Aktion einbindet. Das Ergebnis ist eine große Sammlung von Materialien zum Schutz und Erhalt des Kulturgutes in der Ukraine, die nun auf den Weg gebracht werden konnten. Das Material wurde von Einrichtungen, Firmen, von oder vermittelt durch Einzelpersonen, wie zum Beispiel Brigitta Ringbeck vom Auswärtigen Amt und vielen anderen, bereitgestellt und organisiert. Man möge es mir verzeihen, dass ich hier nicht alle einzeln nennen kann. Ich möchte allen Mitgliedern dieses Hilfsnetzwerks meinen ganz großen Dank aussprechen. Danken möchte ich aber auch ganz besonders Staatsministerin Keul, da sie wesentlichen Anteil an der weiteren Finanzierung des Projektes Kulturgutretter in diesem Jahr hatte. Mein Jahresbericht schließen möchte ich aber zugleich mit einer weiteren Bitte an das AA und den Bundestag, nämlich um weitere Unterstützung. Es wäre schade, wenn das Projekt der Kulturgutretter wie das in diesem Jahr in der Wüste von Uruk aufgefundene Boot sinkt und dann versandet und die Forschung am DRI angesichts der Finanzentwicklung für das Jahr 2023 sich auch nur noch als Schatten im Boden abzeichnet und in Fragmenten übrig bleibt. Und mit diesen Bildern gestatte ich mir, zum eigentlichen Festvortrag überzuleiten, den Jörg Lindstetter, der 2021 zum ersten Direktor unserer Kommission für Archäologie außereuropäischer Kulturen gewählt wurde und ernannt wurde, nun über seine Forschungen im Bereich der frühen Kulturen Afrikas, aber auch der Vermittlung und des Kulturerhaltes halten wird. Lieber Jörg, the floor is yours. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich denke, unter dem Einfluss des Krieges in Europa fällt es uns allen schwer, die Gedanken vom Geschehen in der Ukraine abzuwenden und sich auf andere Themen zu konzentrieren. Die Staatsministerin und die Präsidentin haben es eben schon zum Ausdruck gebracht. Insofern ist es vielleicht nicht so ganz leicht, sich heute Abend mit dem Thema Afrika zu beschäftigen. Ich werde aber versuchen zu zeigen, dass beide Themen Parallelen aufweisen und sogar auf vielen Ebenen miteinander verbunden sind. Ein Vorgang, den wir in der Ukraine, also im Ukraine-Konflikt, erneut beobachten können, ist der militärisch scheinbar völlig nutzlose Angriff auf kulturelle Einrichtungen wie Museen, Denkmäler oder Archive. Dahinter steckt jedoch die wohlkalkulierte Strategie, die kulturelle Identität des Gegners möglichst tief und nachhaltig zu treffen, um ihn zu demotivieren. Damit das nicht passiert, folgte die Antwort unmittelbar. Ob es der schnelle Schutz von öffentlichen Denkmälern mithilfe von Sandsäcken ist, wie hier in Kiew, oder das sichere Einlagern von Objekten und Archivalien, hier hat das DRI schnelle Hilfe geleistet, wie die Präsidentin eben bereits berichtet hat. Ein zusätzlicher Schauplatz, der in den letzten Jahren mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist der Kampf um Daten. Nicht nur die Kriegsführung und die Berichterstattung sind zunehmend digitaler, sondern auch die Aufbewahrung kulturellen Erbes. Ich denke vielen hier am DRI, die sich intensiv mit der Digitalisierung analoger Bestände und damit ihrer nachhaltigen Sicherung beschäftigen, ist es ein Schock zu sehen, wie diese nun vermeintlich gesicherten Bestände zu direkten Kriegszielen werden. Und genau an dieser Stelle ist es nicht schwierig, zahlreiche Beispiele auf dem afrikanischen Kontinent zu finden, wo kulturelles Erbe ebenfalls Zielscheibe in Konflikten war und wo dringende Notwendigkeit zum Handeln entstand. Ein prominentes Beispiel hierfür ist der Angriff islamistischer Gruppen auf die berühmten Bibliotheken von Timbuktu im Jahr 2013. Durch die schnelle Reaktion der Einwohner Timbuktus konnten zumindest 80% der Bestände gerettet werden und danach startete eine groß angelegte internationale Aktion zu deren Digitalisierung. Das DRI in Afrika. Das DRI führt ca. 30 Projekte in Afrika durch, die teilweise auch durch Sondermittel Kulturerhalt des Auswärtigen Amtes oder durch Drittmittel, wie beispielsweise der Gerda-Henkel-Stiftung, unterstützt werden. Zeitlich gesehen decken die Projekte hauptsächlich die Entwicklung der letzten 5000 Jahre ab.
Inhaltlich reicht die Spannweite beispielsweise von phönizischen und römischen Siedlungen im Mittelmeerraum über die Niltalkulturen Ägyptens und des Sudan bis hin zur Ausbreitung früher Ackerbaukulturen im südlichen Afrika. Die Projektarbeit ist immer so organisiert, dass wissenschaftliche Forschung, Ausbildung und Kulturgüterschutz Hand in Hand gehen, so wie man das hier in Chemtu in Tunesien sehen kann. In die Arbeiten des DAI in Afrika sind 6 verschiedene Arbeitseinheiten eingebunden. Die Zentrale hier in Berlin, die Kommission für die Archäologie außereuropäischer Kulturen, die Orientabteilung sowie die Abteilungen Madrid, Rom und Kairo. Die Projekte finden derzeit mit unterschiedlich langer Dauer und Intensität in 17 afrikanischen Staaten statt. Darüber hinaus koordiniert das DAI bis 2024 zusätzlich ein großes Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit dem Namen Entangled Africa. Hier erforscht das DAI zusammen mit 7 deutschen Universitäten über innerafrikanische Beziehungen zwischen 6000 Jahren vor heute bis zu Beginn der Kolonialzeit. Ziel des Programmes ist es, gemeinsam mit den jeweiligen afrikanischen Partnern eine neue Perspektive jenseits europäischer Einflüsse zu gewinnen und die Innovationskraft des Kontinents herauszuarbeiten. Um alle diese Aktivitäten in und um das DAI herum besser zu koordinieren und nach außen hin darstellen zu können, haben wir vor 8 Jahren eine Kommunikationsplattform gegründet, das Trans-Area Network Africa, kurz TANA. Unsere erste Broschüre, die eine Auswahl der Projekte zeigt, ist 2018 erschienen. Sie sehen sie auf der linken Seite und vielen von Ihnen sie vielleicht noch bekannt. Da in den letzten 4 Jahren wirklich einiges passiert ist und einige neue Projekte hinzugekommen sind, haben wir in diesem Jahr ein Update aufgelegt. Und es ist gerade heute aus der Druckerei gekommen, also es liegt hier irgendwo auch aus, also wer interessiert, kann sich gerne als mitnehmen. Ich möchte auch nochmal meinen Kolleginnen Johanna Siegel und Lisa Ehlers herzlich danken, die in den letzten Wochen sich mächtig reingehängt haben, damit es heute noch fertig wird und wir es Ihnen übergeben können. Ja, zu den wichtigsten Aufgaben des Netzwerkes ist es, Treffen zu organisieren, an denen sowohl die DAI-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die afrikanischen Partner die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen, laufende Projekte vorzustellen, zu diskutieren sowie neue Unternehmungen zu entwerfen. Wenn möglich, versuchen wir diese Treffen auf dem afrikanischen Kontinent abzuhalten, um eine möglichst große Anzahl dort ansässiger Kolleginnen und Kollegen zu erreichen und uns über lokale Projekte einen eigenen Eindruck zu verschaffen. In diesem Jahr haben wir uns in Accra in Ghana getroffen. Im Fokus der wissenschaftlichen Diskurse als auch der Exkursionen stand die Archäologie der deutschen Kolonialzeit. Die Aufbereitung dieser Epoche sowie die Erhaltung und Nachnutzung ihrer Hinterlassenschaften ist schon lange ein Forschungsschwerpunkt von Professor Wasi Apo und seinen Kolleginnen und Studierenden an der Universität Ghana. Wir konnten die Gelegenheit nutzen, Professor Apo seine Urkunde zur Ernennung als korrespondierendes Mitglied des DAI zu überreichen. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch nochmal bei dem stellvertretenden Botschafter, Herrn Hans-Helge Sander, herzlich bedanken, der durch seine Begrüßungsworte der Veranstaltung einen sehr würdevollen Rahmen verliehen hat. Das Arbeiten im Kontext von Krisen. Es ist nicht einfach, die Arbeit des DAI und in anderen Regionen, in denen es das DAI in verschiedenen Regionen und vor allem auch in Afrika vorzustellen, ohne zu wissen, dass diese auch immer im Kontext von Krisen stattfinden. Seien es politische, weltanschauliche, ökonomische oder sogenannte ethnische Konflikte. Denn diese haben Auswirkungen auf Themen, auf Umfang und Geschwindigkeit unserer Arbeiten, da dementsprechend immer Ressourcen für ein funktionierendes Krisenmanagement und die Krisenbewältigung bereitgestellt werden müssen. Exemplarisch werde ich Ihnen Projekte im Sudan, Äthiopien, Eswatini oder Nigeria vorstellen und Ihnen zeigen, wie wir trotz dieser Herausforderungen zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen in den Gastländern den Erhalt des kulturellen Erbes sichern und gemeinsam unsere Forschungsvorhaben weiterentwickeln. Im Sudan führten im April 2019 friedliche Proteste der Demokratiebewegung zum Sturz des Regimes von Omar al-Bashir. Eine gemischt zivil-militärische Übergangsregierung strebte in der Folge freie Wahlen an. 2,5 Jahre nach der Revolution setzte jedoch ein Militärputsch im Oktober 2021 den Hoffnungen der Demokratiebewegung ein Ende. Die Proteste flammten wieder auf, viele Demonstranten wurden verhaftet, verletzt oder getötet. Im Rahmen der Revolution in den Jahren 2018 und 2019 schaffte es die Demokratiebewegung erstmalig, große Teile der Zivilgesellschaft des Vielvölkerstaates Sudan zu vereinen. Interessanterweise spielte dabei die Rückbesinnung der Bevölkerung auf ihr eigenes historisches Erbe, das antike Kuschitische Reich, eine wichtige Rolle. Kusch, das größte historische Reich in Afrika, beherrschte über 1000 Jahre lang das mittlere Niltal und hinterließ beeindruckende Monumente und eine reiche materielle Kultur.
Archäologische Stätten wie die Pyramiden von Meroe sowie die historischen Königinnen und Könige wurden zu Symbolen der Revolution. Sie standen für die Kraft und das Selbstbewusstsein der sudanesischen Bevölkerung. Unter den derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können unsere sudanesischen Partnerorganisationen den Schutz dieser symbolträchtigen archäologischen Orte jedoch nur eingeschränkt gewährleisten, weshalb unsere Unterstützung bei der Erforschung und dem Erhalt des kulturellen Erbes hier weiterhin wichtig sind. In Äthiopien ist im November 2020 der Konflikt zwischen der Zentralregierung und in Addis Abeba und der Tigray-Volksbefreiungsfront wieder erneut aufgeflammt. Letztere fordert die Unabhängigkeit von Äthiopien. Der Krieg hat eine der größten humanitären Katastrophen in der ostafrikanischen Region ausgelöst. Infolge der Kämpfe wurde die Infrastruktur des Landes schwer zerstört und Millionen von Menschen befinden sich auf der Flucht. Durch den Krieg wird aber auch das einzigartige und oft sehr lebendige kulturelle Erbe des Landes bedroht. Es kam bereits zu Plünderungen von Kirchen und archäologischen Magazinen. Auch die Einnahme der Welterbestätten Axum durch regierungs- und eritreische Truppen sowie der Weltkulturerbestätte Lalibela durch tigreische Truppen hier unten rechts im Bild spiegeln die katastrophalen Folgen für das Kulturerbe wider. Die politische Destabilisierung kam mittelfristig zu einer Zunahme von Raubgrabungen und des illegalen Kulturguthandels führen. In Eswatini ist es im Vergleich, das frühere Swasiland ist manchen von Ihnen vielleicht vertrauter, in Eswatini ist es vergleichbar zu Sudan die Demokratiebewegung, die sich hier jedoch gegen die letzte absolute Monarchie in Afrika auflehnt und in gewaltsamen Auseinandersetzungen dem Königshaus versucht, demokratische Reformen abzuringen. Neben klassischen Protesten auf der Straße sind die Protestierenden aber auch dazu übergegangen, Unternehmen der Königsfamilie in Brand zu stecken, um deren ökonomische Basis zu schädigen. Das betrifft auch unsere Arbeit vor Ort unmittelbar. Das Nationalmuseum, in dem wir arbeiten, erzählt in erster Linie die Geschichte der Königsfamilie, sodass unsere Kolleginnen vor Ort das Museum auch als mögliches Ziel dieser Proteste ansehen. Hier ein Blick in unser Archiv im Nationalmuseum, das wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Die einzige Fabrik im Land, die bislang unsere Kartons lieferte, die Sie hier sehen, ist leider auch im Folge dieser Proteste abgebrannt, sodass wir im Moment auf der Suche nach neuer Lieferanten sind. Was uns natürlich nicht davon abhalten wird, die Aufarbeitung der Archive weiter voranzutreiben. Das Archiv und das Fundstellenregister, die wir zusammen mit den Kollegen erarbeiten, bilden auch hier die Basis für gemeinsame Forschungsprojekte, aber auch für eine effektivere Verwaltung und den Schutz aller bekannten Bodendenkmäler im Land. Und letztlich Nigeria. Hier beschreibt ein 351 Seiten langer Bericht des European Asylum Support Office von 2021 die anhaltende problematische Sicherheitssituation des Landes. Die Liste reicht von militanten Islamisten über Konflikte zwischen Bauern und Viehzüchtern hin zu kommunalen und ethnischen Zusammenstößen. Vor allem auch hier muss die Arbeit durch ein funktionierendes Krisenmanagement flankiert werden. Es stellt sich also die Frage, warum wir an Orte gehen, an denen wir mit diesen komplizierten Arbeitsbedingungen konfrontiert sind. Wir haben eingangs gesehen, wie Kulturgut zum primären Kriegsziel wird. Das macht uns auf schmerzhafte Weise bewusst, welchen Stellenwert kulturelles Erbe als Ausdruck kultureller Identität genießt. Daher sind der Schutz und die Erforschung dieses kulturellen Erbes ein zentraler Aspekt auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik. Es sind langfristige Vorhaben, die es ermöglichen, die deutsche Forschung und Öffentlichkeit eng mit internationalen Partnern wie Museen und Universitäten, aber auch den Zivilgesellschaften zu vernetzen. Sie erwecken gegenseitiges Interesse, Verständnis für die Vergangenheit des jeweils anderen und helfen, eine stabile Vertrauensbasis für Projekte verschiedenster Art aufzubauen. Und warum lassen wir nicht von unserer Arbeit ab, wenn sich die Krisen in unserem Umfeld entwickeln? Nun, Archäologinnen und Archäologen bauen naturgemäß Krisenkompetenzen auf. Ursprünglicher Antrieb für uns ist in der Regel natürlich wissenschaftliche Neugier, der Drang, Antworten zu finden. Aber sobald wir uns an einem Ort engagieren, beginnt eine lange Beziehung zu eben jenem Ort und den Menschen, die dort leben und arbeiten. Das liegt daran, dass Archäologie ein zeitaufwendiges Geschäft ist. Ein Tag Ausgrabung generiert abhängig von der Komplexität der Befunde und Anzahl der Objekte Wochen oder gar Monate an Nacharbeit. Hinzu kommt, dass die Funde in der Regel in den Herkunftsländern verbleiben. Das heißt, wir kommen dauernd zurück, immer und immer wieder. Wir lernen die Sprache und Kultur des Landes kennen und entwickeln sich zum Teil langfristige Freundschaften zu den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Dieses Wissen und die dichten persönlichen Netzwerke erlauben es uns, die Risiken vor Ort gut einzuschätzen und unsere Arbeit fortzusetzen.
Da sich die Unruhen im Sudan beispielsweise auf die Ballungszentren konzentrieren, ist die Arbeit im Gelände unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen möglich. Das DRI ist in Form mehrerer Projekte am UNESCO-Welterbeort Archaeological Sites of the Island of Meroe tätig. Dies schließt die Pyramiden von Meroe, die sogenannten königlichen Bäder der Stadt und das Zeremonialzentrum Musawarat Issoufra ein. Die Forschung an diesen Orten wird durch umfangreiche Kulturerhaltsmaßnahmen gestützt, die zusammen mit sudanesischen Kollegen und Kolleginnen und der örtlichen Bevölkerung durchgeführt werden. Damit stärken wir die lokale Zusammenarbeit und ihren Bezug zu den archäologischen, die lokale Zivilgesellschaft und ihren Bezug zu den archäologischen Stätten, an denen wir tätig sind. Oftmals sind es gerade lokale Handwerker, Lehrer und interessierte Bürger, die archäologische Monumente erhalten und vor Zerstörung und Zweckentfremdung schützen. Daneben wird unsere Arbeit aber auch durch die Auswirkungen der Klimakrise verändert, die auf dem afrikanischen Kontinent besonders gravierend zu spüren ist. Das zeigt sich durch Extremwetterereignisse, die in den letzten beiden Jahren verschiedene dringende Sicherungsmaßnahmen nötig gemacht haben. Die Überschwemmung der königlichen Stadt Meroe nach einer extremen Nilflut konnte nur durch den kurzfristigen Bau eines Schutzdammes abgewendet werden. An den Pyramiden von Meroe sind meterhohe Sandanwehungen zu sehen, hier im Bild, die in Kombination mit Starkwinden zur Abrasion der fragilen Sandsteinoberflächen führen. Hier haben verschiedene Capacity-Building-Maßnahmen wie Konservierungsworkshops stattgefunden, die es den sudanesischen Kolleginnen und Kollegen, die ihnen helfen, den dringenden Schutz- und Reparaturmaßnahmen zeitnah und mit lokal verfügbaren Baumaterialien durchzuführen. In Musawarat Issoufra haben Starkregen 2000 Jahre alte Mauern destabilisiert, die bislang der Verwitterung standhalten konnten. Hier werden Pläne ausgearbeitet, wie mit den neuen Schadensbildern und Herausforderungen umgegangen werden kann. Ein Ansatz ist die Beteiligung am Aufbau einer lokalen Bauhütte für die Pflege dieser UNESCO-Weltkulturstätte und auch anderer archäologischer Orte im Sudan. Die Außenstelle SANA der Orientabteilung arbeitet seit 2009 im Tigray in Nordäthiopien. Gemeinsam mit den äthiopischen Antikenbehörden wird hier die Formierung einer komplexen Gesellschaft im frühen ersten Jahrtausend vor unserer Zeit erforscht. Sie ist Folge der Migration sabäischer Bevölkerungsgruppen von der arabischen Halbinsel. Hier auf dem Bild sehen Sie die Arbeiten an dem Palast von Jeha im Jahr 2017. Aufgrund der Kriegshandlungen kann zurzeit im Tigray nicht gearbeitet werden. Ausgrabungen am Palast, in den Heiligtümern und der Siedlung von Jeha sowie Surveys im Umland können nicht stattfinden. Auch die Fertigstellung und Eröffnung des Zeitmuseums musste verschoben werden. Stattdessen findet die Arbeit jetzt im Museum, im National Museum of Ethiopia in Addis Abeba statt. Ziel ist es hier, die archäologischen Objekte der Altgrabung aus den 1950er bis 70er Jahren im Tigray zu dokumentieren und in eine für die äthiopische Antikenbehörde entwickelte Open-Source-Datenbank zu integrieren und entsprechend auszuwerten. Bei den Objekten handelt es sich um Inschriften, Baudekorelemente, Geräte, Waffen, Schmuck sowie Keramikgefäße. Parallel und in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und gefördert durch die Gerda-Henkel-Stiftung entsteht der Ethiopian Heritage Digital Atlas. Es handelt sich dabei um ein englischsprachiges, webbasiertes Denkmal-Informationssystem, das dem Kulturerhalt Äthiopiens dient und ein Monitoring von Fundorten, eine Überwachung des Antikenhandels sowie die wissenschaftliche Dokumentation des äthiopischen Kulturguts ermöglicht. Und Nigeria. Am 18. Februar 1897 wurde Benin City im Rahmen einer sogenannten Strafexpedition von britischen Kolonialtruppen zerstört. Der König von Benin wurde von den Engländern gestürzt und exiliert. Während der Eroberung raubten die englischen Truppen unzählige Kunstgegenstände, vor allem Bronze und Elfenbein. Diese Kunstwerke wurden systematisch eingesammelt und nach Europa, unter anderem aber auch nach Deutschland, verschifft. Am 29. April 2021 beschloss die Bundesregierung, Raubkunst in größerem Umfang und mit größtmöglicher Transparenz nach Nigeria zurückzugeben. Als neue Heimat dieser Kunstwerke entsteht derzeit das Edo Museum of West African Art, kurz EMOVA, in Benin City. Auf Ersuchen der nigerianischen Behörden hilft das DRI beim Aufbau eines Studienzentrums in Benin City, um den Restitutionsprozess mit einem Forschungs- und Ausbildungsprogramm zu unterstützen. Dieses Studienzentrum entsteht im sogenannten Pavilion, einem Mehrzweckgebäude, das Teil des Museumsbezirkes sein wird und sowohl als Lagerraum als auch als Forschungs- und Ausbildungszentrum dienen wird. Hier sollen in Zukunft Studierende nigerianischer Universitäten,
aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NCMM in Ausgrabungstechniken als auch Konservierungs- und Restaurierungsmethoden unterrichtet werden. Mittlerweile hat der Bauprozess des Pavillons begonnen. Es läuft die archäologische Voruntersuchung an der Baustelle durch den Imowa Trust und die durch ein Schulungsprogramm für Studierende der Universität in Ibadan flankiert wird. Neben der Beteiligung am Schulungsprogramm baut das DAI eine Dateninfrastruktur auf und entwickelt gemeinsame Ansätze für Forschungsprojekte. Hiervor wurde zunächst die Dokumentation der ausgedehnten Wallanlagen rund um die Stadt ausgewählt, da das Wissen um diese Anlagen entscheidend zum Verständnis für Größe und Funktion verschiedener Teile der antiken Stadt notwendig ist. In einem ersten Schritt wurden die antiken Wallanlagen, die sogenannten Moats, mit Hilfe von Satellitenbildern detektiert und in Geoinformationssystemen vektorisiert. Die erhobenen Fernerkundungsdaten wurden dann vor wenigen Wochen nur vor Ort überprüft. Erster Schwerpunkt war dabei der östliche innere Wallbereich, hier mit dem roten Rechteck markiert. Neben Begehung und Vermessung wurden Drohnen verwendet, um das Gebiet zu überfliegen und ein hochauflösendes Orthobild sowie ein digitales Höhenmodell zu erstellen. Das Ergebnis aus Boden- und Fernerkundungssurvey in diesem Bereich zeigt, dass große Teile des Wallsystems bereits durch Erosion und Abtrag von Baumaterial bereits zerstört wurden. Das ist auf dem Bild der obere Teil, der also so rot schraffiert ist, der markiert also diesen bereits zerstörten Teil der Wallanlage. Und dadurch entsteht bereits eine 300 Meter lange Lücke, bevor der Wall hier unten weiß im Bild wieder weiter verläuft und wo er halt noch besser erhalten ist. Innerhalb des südwestlichen inneren Wallbereichs wurde ein gut erhaltener Teil der Wallanlage mit Hilfe von 3D-Fotogrammetrie aufgenommen. Anhand dieses Modells lässt sich, glaube ich, die Struktur und Funktion der Wallanlage ganz gut erkennen. Bewegt sich auch. Während des Aufenthalts in Benin City wurde eine Kooperation mit dem staatlichen EDOGIS geschlossen. Hierbei wurde unserem Team antikes Kartenmaterial aus den Archiven zur Verfügung gestellt. Die Karten beinhalten zum Teil wertvolle Informationen über den Wallverlauf und andere wichtige Stätten, die durch das rasante Wachstum der Stadt nicht mehr erhalten sind. Parallel zu diesen Arbeiten wurde noch vorhandene Bausubstanz dokumentiert. Das Ergebnis des britischen Überfalls im Jahre 1897 war, dass die Stadt für 3 Tage brannte, wobei sie nahezu zerstört wurde. Ein Haus überlebte diese Feuersbrunst nahezu unversehrt, das sogenannte Ogiamen-Haus, benannt nach der Familie, die es noch heute besitzt. Das Haus ist in relativ gutem Zustand, muss jedoch zeitnah gesichert und restauriert werden. Die Inneneinrichtung ist zum Teil erhalten. Es existiert ein umfassendes Wissen über die Funktion der Räume, welche teilweise noch für Zeremonien verwendet werden. Man kann sich, wenn man das sieht, nur im Entferntesten vorstellen, was durch die Zerstörung der Stadt an kulturellem Erbe verloren gegangen ist. In Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen des EMOVA und der Universität Ibadan hat unser DAI-Team das Gelände vermessen und auf der Basis von 3400 Fotos ein dreidimensionales digitales Modell erstellt. Dieses dreidimensionale Modell dokumentiert detailreich den aktuellen Zustand des Gebäudes und bildet die Grundlage für eine nachfolgende Sicherung und Restaurierung. Krisen im historischen Kontext. Sie sehen also, wir gehen mit den Krisen um. Und wir leisten trotz dieser Krisen unseren Beitrag zur Erforschung, Sicherung, Vermittlung des kulturellen Erbes. Doch als Forscher interessieren wir uns natürlich auch für die Ursachen dieser Krisen. Keine Krise ist jedoch wie die andere und es spielen verschiedene Faktoren zusammen. Im Fall von Afrika ist jedoch ein Faktor augenfällig, nämlich die Grenzen der modernen Nationalstaaten nach europäischem Vorbild und als Ergebnis der Kolonialzeit. Eine Studie der Harvard-Universität zeigt, wie die politische Karte Afrikas heute auch aussehen könnte. Die farblich abgesetzten Territorien sind in dieser Studie definiert durch die Selbstzuordnung der befragten Personen, die Verteilung von Sprachen und Dialekten sowie der materiellen Kultur. Es scheint ganz offensichtlich, dass heutige Ländergrenzen keinerlei Bezug auf die hier kartierten Territorien nehmen, was natürlich Konflikte begünstigt. Aus unseren Forschungen wissen wir, dass traditionelle politische afrikanische Strukturen wie das Ethiosabäische Reich, was ich erwähnt habe, oder das Reich von Kusch, das pharaonische Ägypten, über Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende relativ stabil waren, dass aber heutige Nationalstaaten, wie wir gesehen haben, mit erheblichen Konflikten zu kämpfen haben.
Der Zusammenhang zwischen vorkolonialen Gesellschaften, der Kolonialzeit und der heutigen Situation ist ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis dieser Konflikte, die mit archäologischen Methoden jedoch bisher kaum erforscht sind. Die Frage ist, kann die Archäologie hier einen Beitrag leisten? Ich denke ja. Das Projekt Statehorn, Wege zur Staatlichkeit, Autorität, Legitimität, soziale Vielfalt am Horn von Afrika, wird vom European Research Council gefördert und ist am Institut für Kulturerbewissenschaften in Santiago de Compostela beheimatet. Es erforscht die Archäologie des Horns von Afrika, um die Rolle der langlebigen mittelalterlichen Staaten in der Geschichte der Region zu verstehen. Es zielt darauf ab, die Gründe für das Scheitern der heutigen Staaten am Horn von Afrika durch die Untersuchung ihrer historischen Dynamik während des Mittelalters und des Beginns der Neuzeit zu analysieren. Archäologische Forschungen von Statehorn zeigen, dass die Entstehung und Konsolidierung einer Reihe muslimischer Staaten, die 500 Jahre lang in der Region die in der Lage waren, große Regionen zu kontrollieren und ihren Bürgern Stabilität und Wohlstand zu bieten. Sie unterhielten komplexe diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen in den Mittelmeerraum, den Nahen Osten, nach Asien und zum indischen Subkontinent. Die frühere Stabilität dieser Staaten steht im krassen Gegensatz zur derzeitigen Lage am Horn von Afrika. Dabei gilt Somalia gemeinhin als Inbegriff eines Failed State. Das Projekt dokumentiert Strategien, die den mittelalterlichen Staaten am Horn von Afrika zum Überleben und Gedeihen verhalfen. Sein Ziel ist es, Erfahrungen zu sammeln, die den Menschen vor Ort vielleicht helfen können, mit den aktuellen Herausforderungen klarzukommen. Die modernen Grenzziehungen auf dem afrikanischen Kontinent sind eng mit der Berliner Konferenz von 1884-85 verbunden, während der sich die Kolonialmächte auf die Spielregeln des Kolonisierungsprozesses verständigten. Diese Konferenz fand ganz hier in der Nähe unserer heutigen Veranstaltung in der Wilhelmstraße 77 statt. Wie wir gesehen haben, lassen sich wahrscheinlich einige der Krisen auf die Kolonialzeit zurückführen. Dieses Thema wird in Deutschland und zum Teil auch in anderen ehemaligen Kolonialmächten und den betroffenen afrikanischen Ländern in der Forschung und der Öffentlichkeit zum Teil heftig diskutiert. Daher haben wir im DAI ein Projekt zur Archäologie und dem geteilten Erbe des deutschen Kolonialismus in Afrika entwickelt. Gefördert durch den DAAD und in Kooperation mit der Universität Cambridge haben wir uns zu Beginn mit Kolleginnen und Kollegen aus den ehemaligen deutschen Kolonien wie Ghana, Togo, Kamerun, Namibia und Tansania zu einem digitalen Workshop getroffen. Ziel dieses Treffens war es, Kontakte aufzubauen und zu hören, welche Interessen und Bedürfnisse in den jeweiligen Ländern bestehen, die vielleicht in gemeinsame Projekte mit dem DAI münden könnten. Ein erstes Ergebnis war das bereits erwähnte Tana-Treffen in Ghana dieses Jahres. Wir hatten die Gelegenheit, historische Stätten der deutschen Kolonialzeit zu besuchen, die von Professor Wasi Apo und Studierenden der Uni Accra ausgegraben werden. Wir hörten, welche Rolle dieses Erbe im Leben lokaler Bevölkerung spielt und besprachen gemeinsam weitere Schritte unserer potenziellen Zusammenarbeit. Ein Beispiel hier wäre die Dokumentation und Schadenskartierung der Missionsstation von Kapando, die wir hier im Bild sehen, die zu einem Bildungszentrum umgebaut werden könnte. Ein weiteres potenzielles Vorhaben ist die Mitarbeit an einem Projekt zur Kartierung des Genozids an Herero und Nama in Namibia. Des Weiteren die Bearbeitung diverser Anfragen, die uns aus den betroffenen Ländern, zum Beispiel Kamerun oder Tansania, erreichen und die Erforschung und den Umgang mit den materiellen Hinterlassenschaften unseres gemeinsamen Erbes betreffen. Dieses materielle Erbe umfasst unter anderem die Bauten der kolonialen Verwaltungen, Infrastruktur und Plantagenwirtschaft sowie Kirchen und Wohnbauten, Zwangsarbeiter und Konzentrationslager, Konfliktorte und Landschaften sowie eine Vielzahl von importierten und lokalen Objekten in den verschiedenen räumlichen Kontexten. Unser Projekt widmet sich einzelnen Fallstudien, untersucht aber auch vergleichend die materiellen Ausprägungen kolonialer Herrschaft und lokaler Interaktionen in den verschiedenen Kolonien. So, zum Schluss möchte ich noch ein paar aktuelle Informationen zu einem Projekt unserer Vermittlung, also ein Vermittlungsprojekt unserer Forschungsergebnisse bringen, auf das auch die Staatsministerin schon hingewiesen hat. Das bereits erwähnte DFG-Schwerpunktprogramm Entangled Africa endet 2024. Diesen Termin haben wir zum Anlass genommen, ein Ausstellungsprojekt zu planen mit dem Titel Planet Afrika. Wir sehen auch gleich nach meinem Vortrag noch einen Trailer dazu, also nicht direkt den Raum verlassen. Es gibt noch 4 Minuten Kino. Ziel des Projektes ist es, eine Innovationsgeschichte des afrikanischen Kontinents zu erzählen. Dazu fließen die neuesten Forschungsergebnisse aus dem Schwerpunktprogramm, aber auch aus allen DAI-Projekten in Afrika ein.
Um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und ein kohärentes Bild dieser Innovationsgeschichte zu erzählen, haben wir die Inhalte in 6 Modulen gegliedert. Natürliche Diversität, Menschwerdung, Know-how, Kommunikation, Ressourcen und als letztes den Einblick in aktuelle Forschungen in den jeweiligen afrikanischen Partnerländern. Hinsichtlich des grafischen Konzeptes wollten wir definitiv raus aus den konventionellen, häufig sehr sachlichen und zurückhaltenden Design vieler archäologischer Ausstellungen. Zumal wir die Geschichten in den Vordergrund rücken wollten und nicht die Objekte. So entstand die Idee, zeitgenössische afrikanische Künstler zu bitten, Illustrationen inspiriert von den Ausstellungsinhalten zu schaffen. 6 Künstler oder Kollektive kreieren für die 6 Module jeweils ein Motiv, welches dann im Modul wiederholt auftaucht und sein Farbklima bestimmt. Zentrales Element der Ausstellung sind ca. 2 Meter hohe multifunktionale Stelen, die bedruckt, aber auch mit Bildschirmen oder Vitrinen versehen werden können. Sie können überall aufgebaut werden, unabhängig von den örtlichen Voraussetzungen, also Wänden und Raumgrößen. Für Deutschland und für die afrikanischen Länder gibt es 2 unterschiedliche Mobilitätskonzepte. Nach der Eröffnung hier in Berlin wird die Ausstellung in Deutschland als klassische Wanderausstellung unterwegs sein. Das ist oben die Linie mit den blauen Kugeln. In den afrikanischen Partnerländern werden die Stelen entsprechend der Vorgaben gefertigt und können dann so lange stehen bleiben, wie es gewünscht wird. Es ist geplant, Inhalte der Ausstellung entsprechend den lokalen Bedürfnissen zu modifizieren und die Texte in regionalen Sprachen wie etwa Arabisch oder Kiswahili zu drucken. Das schafft eine maximale Möglichkeit zur Mitgestaltung durch unsere Partner vor Ort. Durch die Parallelität der Ereignisse gibt es die Möglichkeit von Interaktionen zwischen dem derzeitigen deutschen Standort und den afrikanischen Standorten, etwa in Form von Online-Veranstaltungen oder gegenseitigen Besuchen. So ein bisschen durch die letzte Linie hier versucht zu zeigen. Die Eröffnung findet 2024 im Museum für Vor- und Frühgeschichte hier in Berlin statt. Zurzeit sind wir in Deutschland und Afrika mit jeweils 5 Standorten im Gespräch. Aufgrund der flexiblen Konzeption und dem Fokus auf die digitalen Medien anstelle von Objekten können bei vorhandener Finanzierung theoretisch unendlich viele Standorte in Afrika dazukommen, auch in Deutschland. Am 2.6., ist auch schon bereits erwähnt worden, am 2.6.2022 findet im Auswärtigen Amt eine vom DAI organisierte Konferenz Groundcheck Klimakrise und Archäologie statt, zu der wir Sie alle herzlich einladen. Und anlässlich dieser Tagung werden wir schon mal so die ersten Prototypen unserer Stelen zeigen und freuen uns dann natürlich auch auf Ihr Feedback. So, jetzt bin ich am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt noch 4 Minuten Geduld oder ja, gute Unterhaltung. Wir schauen uns mal den Trailer an. Der ist auch heute gerade fertig geworden, auch im Internet schon zu sehen. Und der ist ein bisschen lang, dass man es vielleicht gewohnt ist von Teasern, aber er erzählt auch ein bisschen mehr über unsere Arbeit und ist vor allem auch dafür gemacht, um, sagen wir, potenziellen Partnern auch ein bisschen mehr zu erklären, was wir machen. Na, und der Plan ist dann auch kurz vor der Ausstellung, das ein bisschen knackiger zu machen und auch dann über alle sozialen Medien zu verteilen. Africa, a huge continent with breathtaking landscapes and a diversity worthy of an entire planet. Africa, a hotspot of archaeological research. Nowhere else does human history go back further than in Africa. Indeed, all the important steps in the evolution of mankind were taken here. Planet Africa takes visitors on an archaeological journey through time from the beginnings to the present day. Scientists from Africa and Europe have created the exhibition on the basis of research data. Organized into 6 major themes, the exhibition tells of the rich landscapes, archaeological finds, monuments, and the people. Complex interrelationships are impressively explained through scenography, images, interviews, and animations. African street artists have created illustrations for each of the 6 themes. Module 3 tells of the agility of African communities in terms of their lifestyles and diets. Crops were imported from West Asia or domesticated south of the Sahara and combined in a wide variety of ways. In the east of present-day Morocco, the classical model of agriculture and livestock breeding did not immediately take hold. In Sudan, the influence of the different types of grain on the cooking tradition can be read in the archaeological finds.
Baking plates are testimony to the production of flatbreads from different types of millet. With a few exceptions, the most important farm animals were imported from Southwest Asia. Hunting, however, was always part of the life of African communities due to the abundance of game. Cattle have played an important role in many groups for over 6,000 years. Nomads have crossed the entire continent from west to east and south with their herds, and also brought knowledge about working iron to the south. The exhibition has been designed to allow the flexible use of spaces. As a traveling exhibition, Planet Africa will run in Germany and Africa. In Germany, it will move around physically. In Africa, museums will assemble the exhibition from the extensive digital toolkit. Planet Africa will be launched in Berlin at the Museum of Prehistory and Early History at the beginning of 2024. Vielen Dank. Willst du noch was sagen? Ja, herzlichen Dank, Jörg, dass du uns in diese spannende Welt und auf diesen neuen Planeten entführt hast. Wir sind schon ganz gespannt auf die Ausstellung. Und wenn jetzt noch viele Fragen sind, denke ich, an Jörg Lindstätter, dann besteht die Möglichkeit, dies bei einem Empfang zu tun. Es gibt jetzt also etwas, kennen wir alle gar nicht mehr, also physisch zusammen sein und etwas trinken und ich glaube auch etwas essen. Ich weiß zwar nicht wo, aber ich nehme an, direkt hinter mir. Dazu lade ich Sie alle ganz herzlich ein und Jörg Lindstätter beantwortet auch alle Fragen zum Planet Africa.